So, seid gegrüßt, meine lieben Zwerge, Gnome, Hobbits und Elodem, zu einem der letzten Parts Pokémon Sonne mit dem Zwergenfürst. Jetzt ganz direkt mal hin zum Pokémon begeben. Ja, es ist kein weiter Weg mehr, aber es ist noch ein ganzes Stückchen. Hier werden wir uns gleich gen Ende begeben. Und da kommt schon Gladio wieder. Sieht so sehr danach aus, als ob er gegen uns kämpfen wird. Ich habe auf dich gewartet, weil ich dir danken wollte. Du hast viel für Lilly getan, auch für unsere Mutter. Ich hoffe, es ist dir recht, wenn ich meine Dankbarkeit in einem Kampf ausdrücke. Das ist im Grunde alles, was ich tun kann. Dafür bringe ich aber auch den Setrink zum Einsatz, den mir dieser Alte gegeben hat. Du wirst staunen, wie stark ich bin, wenn ich mich richtig zusammennehme. Und da ist unsere erste Herausforderung in diesem Part. Unsere Herausforderung gegen Gladio. Pokémon-Trainer Gladio fordert dich heraus. Mit 4 Pokémon. Diesmal richtig gezählt. Und im letzten Part. Oh, wir haben noch 4 Pokémon, aber dann waren es doch 5. Oder war es sogar der vorletzte Part? Egal. Es war einer der letzten Parts. So, jetzt haben wir hier einen X-Bud, wie es aussieht. Gegen ein. Das ist nochmal die Karte. Und jetzt habe ich endlich drin, wo jetzt diese Let's Play-Reihe schon zu Ende geht. John, mal wieder rächen. Ihr kennt das System. Und John darf Lea mal wieder rächen. Das wird er wahrscheinlich hinbekommen. Und Flammenblitz. Okay, Flammenblitz, ich gönne dir mal ein Stückchen von meinem Kaffee, den ich hier schon habe. Ausnahmsweise mal warm. In der Kaffee. Sonst hat er schon so lange gestanden, dass er kalt ist. Das wird ein interessanter Part. Das wird ein sehr interessanter Part. Wenn es schon mit Gladio beginnt, dann kann es ja kein schlimmer Part sein. Ich sehe gerade, es sind sogar beide zu sehen, Lucario und John. Das, wenn das kein guter vorletzter Part ist, ich weiß nicht, ob es der vorletzte ist, aber wahrscheinlich ist es der vorletzte Part. Oha, Zwergfürst. John ist fast besiegt. Ich habe nämlich vor, wenn ich dann, vorausgesetzt, ich schaffe es, mein Ziel zu... Nein! Ja gut, John wurde besiegt, aber Lea wurde gerecht. Darauf ein Stück Kaffee. Extra gestürft, damit ihr es hört. Los, Ben! Alle Hoffnung des Teams ruht auf dir. Du musst es jetzt schaffen. Naja, nicht ganz so. Aber Aurasphäre. Ja, das kennen wir aus Pokémon Y. Das war unsere Mega-Attacke. Unser Geheimtrick. Jetzt wird er gegen uns ausgespielt. Okay, wir haben noch ein KP übrig. Los, Donnerwelle. Ist paralysiert. Na gut, dann halt nicht. Los, Langs K.O. Was ist auch paralysiert? Dann darf ich nochmal Donnerblitz einsetzen. Superb.
Vielleicht darf ich nochmal. Nein, darf ich nicht. Ben wurde besiegt. Jetzt kommt Lucas und zahlt es heim. Hoffentlich. Los, Lucas. Schattenstoß. Zack. Na. Fast. Und jetzt kommt die Z-Kraft. Turbo-Spiral-Kombo. Ja. Das wird die Idee aussehen. Ha, Kostümspuk. Und der siehst du mal. Hat den Z-Antrag nichts genützt. Jetzt setzt nochmal Schattenstoß ein und dann bist der. Genau. Wie viele Pokémon haben wir jetzt noch? Ein Lux erreicht Level 47. Zwei müssten es eigentlich sein, oder? Ihr riss mich da komplett. Kriozu erreicht Level 55. Snibuna. Okay, ja, wir haben noch zwei. Das ist, glaube ich, 0 und Snibuna jetzt. Ja, 0 müsste ja nur noch kommen. Der hat ja sein Starter-Pokémon war ja 0. Das werden wir heute auch noch besiegen. Ich versuch's mal mit Psychokinese. Wenn es mich lässt, hat keine Wirkung. Oh weia. Ich bleib da mal lieber bei Schattenstoß. Ja, oder auch nicht. Ja gut. Hätte ich das erwarten können. Ja, eigentlich schon. Aber ich habe hier im letzten Part ein neues Pokémon gefangen. Das da Solgaleo ist. Das ist bestimmt auf unserer Seite, wo es jetzt gefangen wurde. Und ich setze eine sehr gute Attacke ein, die hier Stahlgestirn heißt. Das wird die legendäre Attacke von dem sein. Komm halt raus, Solgaleo. Oder soll ich dich lieber Wölkchen nennen? Stahlgestirn wird eingesetzt. Auf jeden Fall sieht es episch aus. Hoffentlich bringt es auch was. Ja, volle Pulle. So, das hätten wir. Ich kämpfe natürlich weiter. Solgaleo lässt sich nicht einkriegen. Wow, ha. Amiginto. Ist das 0 oder? Was ist das? Amiginto gegen Solgaleo? Was ist mit 0 passiert? Ich versuche mal Cosmic Kraft. Das klingt auch sehr schön. Knirscher. Okay, das ist effektiv. Cosmic Kraft. Wow. Verteidigung steigt. Okay. Ein 10 Kopfstoß vielleicht. Um mal ein paar zu präsentieren. Oha, oha. Nicht mein Solgaleo besiegen. 10 Kopfstoß. Na, zur Hälfte. Kriegen wir es noch mit Knirscher hin? Gib mal schnell einen Trank für Solgaleo, damit er noch bestehen bleibt. Knirscher. Das scheint doch sehr effektiv zu sein auf mein Solgaleo. Ich setze trotzdem mal Knirscher ein, obwohl ich sehr wahrscheinlich damit keinen großen Schaden erwirken werde. Aber damit hätten wir mal alle Attacken ausprobiert, alle vier. So, was mache ich jetzt? 10 Kopfstoß, wenn ich nochmal darf. Komm halt aus. Was wehrt der Attacke ab? Sowas. Hypertrank. Aufgefrischt. Knirscher. Okay. Los, Solgaleo, reißt dich zusammen. Eine letzte Attacke, 10 Kopfstoß. Den kriegst du hin. Los, 10 Kopfstoß. Wunderbar. Besiegt. Alle vier Pokémon besiegt. Wie hieß der nochmal?
Ich habe den Trainernamen vergessen. Gladio, genau. Gladio wurde besiegt. Ich habe auch wirklich kein Kurzzeitgedächtnis. Kurz ein Stück Kaffee. Zwangfest gewinnt 8480 Pokémon. Siegreich aus einem Kampf gegen Gladio hervorgehe. Du hast gute Pokémon. Ich kann mir jetzt ein Bild von dir machen. Was für ein Trainer du bist und was für eine lange Reise du hinter dir hast. Lilly kümmert sich zurzeit um unsere Mutter, musst du wissen. Und sie hat mich gebeten, dir etwas auszurichten. Du bist der beste Pokémon-Trainer auf der ganzen Welt, Zwangfürst. Das waren ihre Worte. Hier, nimm, das hat mir Lilly für dich gegeben. Top-Elixier. So weit hat er es geworfen. Wir stehen noch bestimmt 2 Meter auseinander. Top-Elixier wurde in der Medizintasche verstaut. Tali trainiert wohl auch fleißig. Ich muss mich wirklich anstrengen, wenn ich mit euch mithalten will. Wir sind zwar nicht gerade Freunde, aber Gegner sind wir auch nicht mehr. Man sieht sich und ist immer schön weiter gewinnen. Okay, das werde ich tun. Ich werde bestimmt auch verlieren, aber gewinnen werde ich auch. Und weiter geht's. Auf dem Weg Richtung Pokémon Liga. Auf dem Weg Richtung Ziel der Reise. Auf dem Weg Richtung Sieg. Aber erstmal müssen wir durchs hohe Gras. Und einige Items finden. Wieder wären zum Beispiel ein Fluchtseil. Und da begegnen wir schon unserem ersten Pokémon auf dieser Route. Ein Vulpix. Holla, die Waldfee. Ein Vulpix. Das müssen wir uns doch glatt mal fangen. Auch wenn unser Team sehr geschwächt ist. Vielleicht geht es ja so. Können wir ja irgendwann mal zu einem Volona trainieren. Wird bestimmt sehr praktisch für das Team sein. Klasse, Vulpix wurde gefangen. Wen war das Vulpix? Das spätere Volona. Vulpix. Okay, ich habe eine Idee. Okay, ich nenne es Julia, weil ich es euch noch nicht erzählt habe. Julia ist die Person, die das Thumbnail für den letzten Part gezeichnet hat. Schaut euch den letzten Part an, dort das Thumbnail, ich konnte es noch nie wirklich aussprechen. Egal, jedenfalls dieses Titelbild vom Video wurde von Julia gezeichnet. Eine wunderschöne Klassenkameradin, die wunderschön zeichnen kann. Die werde ich trotzdem nicht in mein Team mitnehmen. Steck sie erstmal in eine Box, tut mir leid, vielleicht werden wir sie irgendwann später mitnehmen. Und Grüße gehen raus an sie. Die guckt zwar meine Videos nicht, aber sollte es irgendwann so sein, findet sie sich im Part 55 verewigt. Oh, eine Höhle. Ein wunderschön, ich liebe Höhlen. So viele Golbats und Sneebels. Herz allerliebst. Das ist auch ein Wort. Das ist das erste Mal seit 5 Jahren verwendet und benutzt habe. So, wo geht's lang? So, Top 4. Das scheint so eine Art Siegestraße zu sein, wie es aussieht. Aber auch eine Art Labyrinth. Oh, ein Golbat, auf das habe ich gewartet.
Eigentlich fehlen hier Zubats, aber gut, die Weiterentwicklung Golbats tut's auch. Du bist entkommen, ist ja klar. Also, ich als wildes Golbats wird ja Solgaleo jetzt nicht unbedingt die Flucht verwehren. Top-Gelesung. Super. Ich hoffe, wir verlaufen uns hier nicht. Das tun wir bestimmt nicht. Da sieht es schon sehr nach draußen aus. Sieht schon sehr danach aus, als ob es hier rausgeht. Aber so, das müssen wir uns eigentlich auch noch fangen. Aber gut. Ich habe jetzt nicht unbedingt so einen großen Bedarf nach Absol ist. Lassen wir lieber entkommen. Wir haben es entkommen lassen, nicht es uns. Oh, war gar nicht draußen, nur ein Stein. Na gut. Dauert wohl noch ein bisschen. Da ist es aber draußen. Und da geht's nach draußen. Super. Gleich. Komm mal. So. Und da geht's weiter. Und weiter nach oben. Weiter zum Gipfel des höchsten Berges. Auf Aloha, Alola. Und weiter Richtung Top 4. Und da ist ein Pokémon-Center. Das kommt uns sehr gelegen. Dann können wir mal kurz unser Pokémon-Team heilen. Zack. Dum, 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 dum. Vielen Dank für Ihre Geduld. Deine Pokémon sind wieder topfit. So. Und weiter geht's. Und wer ist denn hier ein Machomai? Machomai. Und hier ein Trainer. Ich habe früher mal die 7 Prüfungen absolviert und wurde so zum Insemmerschaftschamp. Nur leider war der Weg bis hierher so weit, dass ich jetzt all meine Kräfte. Ich noch nicht, deshalb geht's jetzt auch direkt weiter. Und wer ist denn da? Angeblich hat Professor Kukui alle bisherigen Inselwanderschafts-Champs und alle Trainer, die sämtliche Prüfungen absolviert haben, kontaktiert. Er hat sie offenbar gebeten, ihm dabei zu helfen, einen Champ für die Alola-Region zu ermitteln, der weltweit anerkannt wird. Und das wird hoffentlich ich sein. Da sind wir. Oh, und da kommt Stali. Sieht schon ziemlich leer nach Gipfel aus. Tankfirst, warte auf mich! Den letzten Schluck Kaffee ausgetrunken. Seit ich beim Ätherparadies unsere Wege getrennt haben, habe ich meine restlichen Prüfungen absolviert und bin auch noch nach Hause, um ein bisschen zusammen mit Elima zu trainieren. Und als ich gerade darüber nachgedacht habe, ob ich mich als nächstes an der Pokémon-Liga versuchen soll, habe ich von Gladio gehört, dass du schon auf dem Weg hierher bist. Also habe ich alles stehen und liegen gelassen und bin hierher geflitzt. So schnell war ich noch nie unterwegs, war schneller als der Blitz. Aber ich schweife ab. Weißt du was, Zwergfürst? Entscheiden wir doch mal in einem Kampf, wer von uns beiden sich als erstes der Herausforderung der Pokémon-Liga stellen darf. Ich sag dir aber gleich, ich werde all meine Kräfte zusammennehmen, um die Oberhand zu gewinnen. Herausforderung mit Tali. Der wird uns jetzt auch noch stellen werden. 4 Pokémon. Raichu. Los, Lea, die 4. Nebenan ist ein Pokémon-Center. Können uns gleich wieder aufladen. Das sollte doch sehr effektiv sein. Und erstmal setzt das Raichu Fokusstoß ein. Ach du Scheiße. So, was machen wir nun? Ich würde mal sagen, John. Ja, das wird ein bisschen was mehr bringen. John, wartest du auf deine Anweisungen? Dark Lariat vielleicht. Laut Anzeige soll das ja sehr effektiv sein. Auweia! Was macht denn der da? Ja, du musst Dark Lariat.
Vielleicht wurdest du von Raichu gerade fast besiegt. Aber jetzt hast du Raichu komplett besiegt. Drei weitere Pokémon. Und dann erreicht Level 57. Yay! Aquana. Okay, das ist jetzt nicht so positiv für John. Aber ich meine, wir haben ja auch noch sowas wie Tränke. Ja, wo denn? Was? Wir haben keine Tränke mehr. Wir haben nur noch Supertränke und Top-Genesung. Nur eine Top-Genesung habe ich. Zack, wird eingesetzt. Bin ich mir nicht zu schade für. Ja, da kannst du mir sehr dankbar sein. Okay, diese Top-Genesung habe ich vergeudet. War aber fast schon klar. So, wen setzen wir jetzt ein? Am besten nicht Ben, sondern so egal, Levo. Ja, ein Pikachu einzusetzen, ja. Und Wasser gegen Elektro. Hast du noch nie was gebracht? Los, Knirscher! Kann ja ein bisschen was bringen. Boah. Und als nächstes mal 10 Kopfstoß. Und weiter so. Oh weia. Ja, passt. Noch einmal Knirscher. Halt's aus, Solgaleo. Das sieht nicht gut aus, das sieht nicht gut aus, das sieht nicht gut aus, das sieht nicht gut aus. Puh. Knirscher. So. Zweites Pokémon von 4. Geht wie am Fließband. Na, ein bisschen ein behindertes Fließband, aber gut. Kein perfektes Fließband, aber ein funktionierendes Fließband. Wie wär's denn mal mit Stahlgestirn? Bevor wir ganz besiegt werden. Zack. Dann hat immer irgendwie ein bisschen seine Farbe. So egal, Leo. Mann. Das hätte doch klappen können. Ich glaube, ich muss mal wieder einen Beleber einsetzen. Und was mit Koiwutsu? Kann auch noch kämpfen. Und Wasserschuriken. Zack. Zack, schon besiegt. Koalelu. Oha, Ash-Bayou zur Entwicklung. Guck mal noch. Und das gucken wir noch. Nachthieb soll ja da sehr effektiv sein. Und das ist es in der Tat. Zeta-Attacke! Auweia. Und da hätten wir noch Lukas im Angebot. Lukas. Der kann mit Dunkelklaue auch noch was anrichten. So, und zack. Gemeinsam besiegt. Tani, das war unser Kampf. Level 48 für Lukas. Level 50 für Ben. Nein, nächster. In einem Kampf gegen jemanden, der seine ganze Kraft zusammengenommen hat, gibt es keine Verlierer. Genau. Ganz genau. Ah, und dabei wollte ich meine Pokémon doch unbedingt wissen lassen, wie sich ein Sieg gegen dich anfühlt. Aber so eine Niederlage hat auch etwas Gutes. Das gibt mir den Antrieb, noch stärker zu werden. Wie dem auch sei,
Jetzt möchte ich aber auch sehen, wie du wieder hier Champ wirst. Das bedeutet noch mehr Motivation für mich, denn werde ich den nächsten Kampf nämlich gegen einen amtierenden Champ gewinnen. Ja, das hier ist für dich. Komme! Ich bin wirklich froh, dass du zu uns nach Alola gezogen bist. Ich würde ja dann mal sagen, sind wir schon da? Das sieht ziemlich danach aus. Man sieht das dort hinten. Und das sieht ziemlich nach Top 4 aus. Wenn ich mich nicht komplett irre. Ja, das wird schon... Ja, das wird die Top 4 sein. Und das Ziel unserer Reise. Ich gratuliere, Zwergfürst. Du hast es bis hierher geschafft. Du hast alle Prüfungen erfolgreich absolviert. Selbst die große Prüfungen. Was für eine fantastische Leistung. Vielen Dank. Da muss ich jetzt daran zurückdenken, wie du deinen Partner ausgewählt hast. Und dann wartet auf dich eigentlich nur noch eine Herausforderung. Die Pokémon Liga. Darauf kannst du dich schon mal freuen. Boah, sehe ich das richtig? Das ist doch das legendäre Pokémon Solgaleo. Das trifft sich hervorragend. Ich wollte ihm nämlich unbedingt etwas sagen. Dieser Gipfel war seit jeher an der Ort, an dem man Abschluss der Inselmannschaft feierlich begangen wurde. Solgaleo, zu deinen Ehren haben wir uns darüber hinaus entschlossen, Alolas Pokémon-Liga so nah wie möglich an der Sonne zu gründen. Hier auf dem Mount Lanakila. Ach, ich erinnere mich noch, als wäre es erst gestern gewesen. Ich stand auf dem Indigo-Plateau vor dem Hauptquartier der Pokémon-Liga Kantos und war selbst darauf und dran, die Top 4 herauszufordern. Was haben mein Team und ich nur eingestecken müssen bei den Arena-Leitern in Kanto. Doch meine Pokémon haben nie aufgegeben. Sie haben ihr ganzes Herzblut in jede einzelne Attacke gesteckt. Dieser eine Trainer mit dem Umhang und den Drachenattacken hatte mich am Rande einer... Oh, entschuldige. Ich will dich jetzt nicht mit meinen alten Geschichten langweilen. Geh einfach hinein. Aber sei hier auf alles vorbereitet. Hörst du? Wenn du da erstmal drin bist, musst du das auch bis zum Schluss durchziehen. Ja, und deshalb beenden wir diesen Part an dieser Stelle. Und ich sage, macht's gut. Bis zum nächsten Part. Gebt mir wieder ein Däumchen nach oben oder ein Däumchen nach unten. Je nachdem, wie es euch gefällt. Lasst auf jeden Fall ein Abo da, falls ihr neu auf meinem Kanal seid und ja, den nächsten Part nicht verpassen wollt. Diese Statue ist dem Pokémon gewidmet, das als Schutzpatron der Insel verehrt wird. Okay. So. Und dann sehen wir uns hier im nächsten finalen Part vor der Top 4 wieder, vor der Pokémon-Liga und wagen uns hinein. Werden wir jetzt nochmal runter eilen und mein Pokémon-Team im Pokémon-Center heilen. Und dann sehen wir uns im nächsten Part genau dort oben wieder vor der Tür der Pokémon-Liga. Und bis dahin habe ich noch einen angenehmen fürstlichen Tag gehabt. Euch wohl. We'll be right back.